Achso, ich zeichne immer auf, so spontan, das kann man ja alles so besser machen, aber es ist ja so ein Witz. Und zwar sieht die ziemlich der Daniela Discauskas ähnlich, verwechsel ich die aber mit der Hauptdarstellerin? Bestimmt nicht, Annetta Bulli. Nein, so heißt sie ja nicht. Annella Mutti. Genau, und danach kommt der rosarote Panther, was ich gestern mit der Flöte spielte. Und hier sind zwei Decken, die ich mir heute zubereitet habe, mit den Packungen. Merkt man da der Unterschied? Ja, ist halt handgestrickt, gell? Man kauft ja immer alles. Und steht da die fünf. Oh, nein, das ist Zufall, oder? Fünf. Fünfmal. Sie zeigt ihm der Dreck, gell? Fünfmal hat sie auf dem Markt Duenzi gemacht. Die Nummer 5 hatte auch Lenny Kravitz an. Und 5 Minutes. Und ja, der Redesendetag ist der Bundestag. Die Diäten, ja, bleiben trotzdem gleich. Und meine Diät ist wie immer gescheitert, weil es hat sich umgewandelt in ein Muskelpaket. Ja. Genau, Sitzfleisch. Gell? Also aus diesem Ding, damit ich es nicht sehe. Und ich werde die ganze Zeit gepiesackt. Ach, die Ohren werden immer länger gezogen, gell? Lukas, kannst du dich an die Schmerzen erinnern, die dir Frau Rödel zubereitet hat? Die hat sie die Ohren lang gezogen, die Zahnärztin. Mit dem Kurs der Schamanen. Bewusstseinserweiterung. Die Russen, Dr. Lukas. Ja. Und dann die Absagen mit Frau Toll oder sonst irgendwas, wie es immer hier drinnen mitredet, gell? Ich habe bis jetzt noch kein Geld gesehen. Staatliche Bezuschung, aber wir werden ja alle vom Staat bezahlt, irgendwie, irgendwo und irgendwann, gell? Ja. Gell? Sogar haben Dieter Bohlen seine. Ja. Gell? Bin ich Schlagerfan. Heute kam wieder wahnsinnig tolle Musik. Hem und wie es alles heißt, wie sie das wieder schnell geändert haben, gell? Number 5. Number 5 ist auch ein Hit, gell? Genau, die alten. Hallo, Daniela. Ich verwechsel es ja gar nicht, gell?